Schnell wieder die Münzlieferung ausschalten. Sind schon Münzen unterwegs? Ja, da oben ist eine. Verdammt, ich noch eins. Gut, dann werde ich jetzt gleich mal hier den Weg abreißen. Sobald dieser Stein da ausgeliefert wurde. So. Liebe Münze, bitte geh dahin zurück, wo du herkamst. Zack, und sie geht zurück. Das heißt, der Weg kann wieder aufgebaut werden. Juhu! Straßensperre beseitigt. Ja, das braucht noch ein bisschen das Hafengebäude. Militärgebäude besetzt. Na, ist das nicht fantastisch? So, ich glaube, so langsam aber sicher näher ich mich dem Feind, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Deswegen werde ich jetzt mal doch wieder mit dem Wachturm arbeiten. Und hier schon mal erkunden, was wir hier so an wertvollen Ressourcen aus dem Berg holen können. Wäre natürlich geil, wenn wir auch mal Gold finden würden. Also wie gesagt, bei Eisen bin ich mir relativ sicher, dass das hier nicht sein wird, weil das, meine ich, nur hier unten auf der Insel war, hier in diesem Berg. Aber wie gesagt, wir können da noch Gold finden und das wäre cool. So, und auch wenn der Bauernhof jetzt am Anfang durch die Steine noch eingeengt ist, wir haben ja hier unseren Steinmetz, der ist ja fleißigst bei der Arbeit. Von daher wird das früher oder später kein Problem mehr sein. So, hier kann ich, glaube ich, ich mache es nochmal testhalber. Jawohl, es geht. Hier haben wir eine Verbindung, das heißt, ich glaube, hier war Gold auf der Insel. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig. Könnten natürlich einfach nochmal eine Expedition starten. Damit sollte ich sowieso, glaube ich, früh anfangen. Weil je mehr Expeditionen ich starte, desto schneller kann ich expandieren. Und desto eher komme ich an den Gegner. Aber wir können uns ja mal die Statistik anschauen. Also von der Landesgröße bin ich definitiv ganz weit vorne. Ja, Gebäude geht so. Einwohner, ja doch, Waren. Militärmacht, da bin ich ziemlich weit unten. Naja gut, die Lümmel haben ja auch schon Gold wie Heu, ne? So. Juhu! Zum Auslaufen bereit. Ja, dann lauf doch mal aus. Ein Lager ist fertig. So, wir haben Kohle gefunden. Das ist natürlich schön. So, jetzt habe ich allerdings ein Problem. Ich habe das Schiff auf Expedition geschickt, deswegen ist aktuell noch kein Schiff da, was jetzt hier Ressourcen hinschickt. Deswegen brauche ich hier unten leider wohl noch einen Moment. War jetzt ein bisschen ungünstig getimt, aber naja, was werden wir machen, ne? Mein Bestand an Eseln ist auch immer noch gut. Ah, ich glaube, der fährt jetzt hier hin und hier müsste, wie gesagt, Gold sein. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn er jetzt hier anlegt. Ja, und wir lassen ihn ankern. Zack, direkt die Wachstube gebaut. So, und das Schiff fährt jetzt direkt los und holt von hier einige Ressourcen, die gebraucht werden. Deswegen, ihr seht, da werden jetzt, glaube ich, auch ein paar Steine hingeschleppt. Ach, Kinder, das hätte ich doch nur hier noch ein Fähnchen, dann könnte ich da mit einem Boot rüber paddeln. So, mehr Paddelboote. Zack. Wie viele Boote habe ich überhaupt? Oh, gar keins mehr. Das heißt, ich bräuchte auch eigentlich noch mal eine zweite Werft, die Boote baut. So, ihr seht, das Schiff hat jetzt einiges an Ressourcen geladen. Einfach mal das ganze Lager geplündert. Und damit da unten fleißig gebaut werden kann. Ja, ich weiß, ich habe schon lange nicht gespeichert. Zack. Ja, ich glaube, ich sollte wirklich noch eine zweite Werft bauen, weil ich meine, Holz ist jetzt so nicht so die seltene Ressource. Deswegen bauen wir hier eine zweite Werft hin.
die sich um die kleinen Paddelboote kümmern, weil die werde ich auf jeden Fall brauchen. Weil da können nämlich hier, ohne die Schiffe, können hier prima Ressourcen hin und her geschifft werden. Das finde ich sehr gut. So, langsam gehen mir auch die Soldaten aus. Aber das Eisen geht mir leider auch so langsam aus. Schwierig, schwierig alles. So, und zack, Ressourcen sind da und werden natürlich direkt zur Baustelle gebracht. Und er fängt an, das Gerüst zu bauen. Wunderbar. Alles verläuft nach meinem diabolischen Plan. So. Okay. Ich habe dir eine Chance gegeben, lieber Jäger, aber du wolltest sie ja nicht nutzen. Ein Schiff ist fertig. Sehr schön. Wo fährst du jetzt hin? Das Doof ist, also was heißt doof? Die Schiffe, die pendeln jetzt automatisch die ganze Zeit hin und her, um irgendwie Ressourcen von A nach B zu bringen, wo sie gebraucht werden. Die Frage ist, ob sie da wirklich gebraucht werden. Das sei mal dahingestellt. Aber naja, es ist jetzt halt so, ne? Da hat man leider keinen Einfluss drauf und ich denke nicht, dass das in nächster Zeit oder überhaupt nochmal irgendwann irgendwie weggepatcht oder sonst was wird. Von daher, passt schon. Warum ist da eigentlich noch kein Esel? Ach, der ist wahrscheinlich hier gerade auf dem Weg. Guck mal, was die Neptun laden will. Ob sie vorhat, was zu laden? Nö, die pendelt einfach nur hin und her, das ist natürlich schön. Hier läuft doch alles wunderbar. Ja, die Schweinezucht, die könnte allerdings ein bisschen besser laufen. Ja, die hätte wahrscheinlich weiter nach oben gemusst. Aber gut, es ist jetzt halt so, ne? Ich darf dann der Bauer hier erklären, warum meine Kumpel hier oben nichts zu essen kriegen. Ja gut, verhungern werden sie nicht. Ich habe ja noch andere Ressourcen. So ist das ja nicht. So, hier will ich auch gleich natürlich erstmal direkt die Münzlieferung ausstellen. Komm. Komm schon. Zack, weg mit der Münze. Und jetzt sehen wir hier, wie jetzt gleich hier ein Soldat das Hauptquartier verlassen dürfte. Da ist er. Oh, warum denn so viel? Oh, nee. Mist. Ja, leider ist es jetzt so, dass natürlich meine Top-Generäle, also meine Offiziere und meine Unteroffiziere, das Hauptquartier verlassen haben, weil, hey, hier werden Soldaten gebraucht. Gut, dann schicken wir doch mal die Stärksten der Stärksten der Stärksten rüber. Na toll. Egal, ist jetzt halt so, ich könnte noch versuchen, ob ich das noch irgendwie umgehen kann, wenn ich jetzt sage, hier, pass auf, hier kommt mir nichts anderes rein außer Schützen. Und euch schmeiß ich hier wieder raus. Und hier machen wir es dann genauso. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht die schlechteste Idee, das so zu machen. Damit will ich nur die Schützen darüber kommen. Weil die brauchen meine besser ausgebildeten Einheiten, die brauche ich zweifelsohne auf dem Festland eher. Was war das für eine Nachricht? Ach, ein Lager ist fertig. Ja gut. Moment mal, wir könnten doch... Na, so, das ist extrem doof. So, dann machen wir hier einen Weg rüber. Und wir machen hier einen Weg rüber. Aha. Und jetzt, wenn wir denn ein paar Boote hätten... Dann könnten hier gleich Leute hinterpaddeln. Jawohl, er macht's schon. Er bringt die Bretter rüber und dann wird hier gleich
einfach was hingebracht. Sehr gut. Genau deswegen habe ich hier die Fahnen einfach mal aufgestellt. Militärgebäude besetzt. Na, ist das nicht schön? Und ich habe vergessen, die Münzlieferung auszustellen. Wo ist die Münze? Da ist sie. Ich werde jetzt keinen Weg abreißen, wo ein Esel draufsteht. Deswegen warte ich einfach mal. Ach, wobei, ich kann doch jetzt einfach schon hier hinten so. Zack. Komm, mach wieder zu. Warum holt er jetzt die Münze? Das macht mir gerade irgendwie Sorge. Na, egal. So. Weiter geht's. Na, so klappt das nicht. Zack. Ach, guck an, hier ist das Militärgebäude auch besetzt. Ist das nicht schön? Und hier noch ein Militärgebäude hin. Und da kommt noch eins hin. Und hier kann schon mal ein Steinbruch hin. Und hier kann ein Holzfäller hin. Zack. So. Hätten wir auch das. Könnten wir gucken, ob wir hier vielleicht doch noch was anderes im Berg finden. Das weiß ich gerade nicht. So. Schauen wir mal, würde ich sagen, ne? Ich hätte noch gar keine Mühle und gar keinen Müller. Und gar keinen Bäcker. Krass. Fällt mir jetzt das auf. So, der Holzfäller kann weg. Der hat ausgedient. Dann werde ich hier nochmal einen hinstellen, damit die paar Bäume und die paar Bäume wegkommen. Dann kann ich hier noch ganz viele Felder bauen. Also Bauernhöfe. Habe ich denn überhaupt noch Bauern? Nein! Egal. Einer wird sich schon eine Sense schnappen können, denke ich. Sense haben wir auch nicht mehr. Oh Gott, dann brauche ich wirklich langsam eine Schlosserei. Und Überraschung, ich habe Kohle gefunden. So, wo platzieren wir unsere Schlosserei? Machen wir es doch hier oben. Zack. Und ich werde auch, obwohl ich noch kein Gold gefunden habe, schon mal eine Münzprägerei aufstellen. Einfach damit ich, ich habe ja hier noch 24 Gold auf Lager und jede Menge Kohle. Und die können dann direkt schon zu Goldmünzen weiterverarbeitet werden. Ist jetzt nicht das Problem. Da diese Paddelbootstrecken nur mit dem Lagergebäude verbunden sind, brauche ich hier die Paddelboote. Sonst kann ich hier nicht weitermachen. Das ist shit. Tja, und leider. Ja, zwei Baumeister, schön. Aber ich brauche hier Paddelboote. Ich muss, glaube ich, mal diese Fahne hier abreißen. Dann wird der hoffentlich die Ressourcen zurückbringen und die werden checken. Oh, Moment mal, der braucht ja was. So, hier mache ich aber schon mal einen Weg hin. Damit die Boote oder die Schiffe vielmehr vielleicht raffen. Hey, der braucht da unten dringend Paddelboote. Wir sollten ihm eine Lieferung Paddelboote bringen. Boote, Boote, Boote. Also, die Fahne kann ja hier schon mal weg. Steht ja eh nur im Weg rum. Ja, genau. Ruder einfach mal da rein. Warum auch nicht? So, hier ist gleich wieder was fertig. Ist das nicht schön? Was ist jetzt hier eigentlich reingekommen? Ein Schütze. Sehr gut. Zack. Aber keine Münze. Ach, ihr habt gleich direkt mehrere Schützen. Na, das war jetzt auch schon der letzte. Aber hey, immerhin. So, dann lasse ich hier jetzt gleich mal buddeln. Lolo. Ja, hier unten ist jetzt leider kein Platz für irgendein Gebäude. Schade. Aber gut, damit müssen wir wohl klarkommen. Hier kommt direkt einfach mal eine Fischhütte, dann kann er hier angeln. Und vielleicht auch da unten, wenn das nah genug ist. Sehen wir dann schon, ne?